Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Tribulus Big Pack. Ja, Musik war sehr leise. So, also, nach dieser letzten Chaosaufnahme, nenne ich es jetzt mal, bin ich jetzt erstmal wieder ein bisschen ruhiger, klarer im Kopf. Und denke nur, okay. Fangen wir jetzt mal wieder an. Also. Ich habe mir die ganze Sache mit der Salzverarbeitung schon mal durchgehen lassen. Da ist jetzt mittlerweile schon ordentlich was durchgegangen und wir sind bei noch nicht mal einem Bucket Curry. Gut. Also habe ich mir gedacht, stampfen wir jetzt erstmal ein. Also kann man erstmal so noch weiterlaufen lassen. Das ganze Salz kann ja wirklich schon mal durchgehen. Habe ich jetzt eigentlich alles eingetan? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Schau ich einfach nochmal nach. Ja, da ist jetzt alles drin. Gut. Gut, Musik ist auch wieder normal. Ich habe ja nochmal schon was Stahl vorbereitet, weil ich dann meinen Tank machen werde. Was ich jetzt heute erstmal vorhabe, ich werde jetzt ja erstmal die ganzen Conduits hier verkleiden. Das sieht einfach nur noch unglaublich hässlich aus. Da haben wir hier die Andesite Bridge. Okay. Oder Andesite. Oder jetzt irgendwie da so ein Sprachkünstler vorbei zum Vorschein kommt. Details aber Endeszeit. Da ist dann noch eine wundervolle Diskussion mit meinem Kumpel. Weil ich ja in meinem Let's Plays auch manchmal hier diese Bricks, die manchmal mit dem Schlüssel bearbeitet sind, ich sag's jetzt mal komisch aussprechen würde. Da kam er nur auf den Gedanken, ja, du sprichst ja dann voll komisch aus. Hä? Wie viel komisch. Und da hat er wirklich einmal ungelogen gesagt, es gibt ja hier diese Blöcke, die so aussehen wie diese Companion Cubes. Die heißen nicht Valentins Block, die heißen Valentin. Ja, muss ich nicht viel zu sagen, ne? Auf jeden Fall, ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen von denen hier Fummels. Ach, Stück ist nicht, das ist nicht der Yellow from the Egg, ne? Oh, da kommt aber schon einiges raus. Ja, da war hier noch die Rest viel drauf. Die können wir eigentlich immer gebrauchen, die sind ja relativ schnell nachgemacht. Und ja, und ja. Mehr kann ich schon dazu wieder nicht sagen. Also da kommt jetzt hier eine ran. Und hier eine und hier eine. Da kann man durch so ein Endeside-Brick reinklatschen. Warum brauchen wir noch welche? So. Hier sind wieder 60 fertig. Ja, was ich auch in der letzten Folge voll vergessen habe zu erzählen. Ich bin jetzt ab Sonntag wieder mal nicht da. Ja, ich fahre wieder ins Ausland. Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind jetzt Herbstferien. Und wir haben jetzt noch einen günstigen Flug nach Gran Canaria bekommen. Ja, da wollen wir ja nicht, müssen wir den noch nicht annehmen, ne? Auf jeden Fall bin ich dann für eine... Wie sieht das eigentlich so noch? Dann mach ich auch mal ein bisschen. Ah, das haben wir gerade schon ganz schnell gemacht. Okay. Auf jeden Fall wären wir ja blöd, wenn wir den nicht antreten würden. Also wir haben da die Situation relativ günstig bekommen, drei Personen und so weiter. Kann man mal machen, ne? Und da bin ich dann jetzt von Sonntag bis Sonntag, bin ich dann, oh, wie heißt die Gegend dann nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Also auch wenn ich eine längere Zeit da in den Kanaren jetzt mal gelebt habe, es ist schon noch ein, ja, also so ein Profi bin ich davon immer noch nicht. Ah, ich hab teilweise nur so ein paar FPS-Probleme hier. Muss ich mal schauen, woran die liegen. Und sind jetzt hier wirklich Hexen oder sind die oben? Ne, die sind einfach nur unter uns. Ja, und trotzdem ist ja immer noch irgendwo eine Höhle. So, das können wir uns mal.
Dann habe ich mal das erste hier fertig und die Bude wird immer schöner. Da haben wir zwei, hier muss noch eins hin. Dahinter würde ich sogar auch noch eins ranpacken. Ja, das reicht jetzt auf jeden Fall. Ich muss ja nochmal den Crazy überreden. Ich wollte nochmal vorgehabt, nochmal mit dem was aufzunehmen, aber der ist in letzter Zeit nicht so richtig in Minecraft-Laune. Guck mal, da, dann sieht es besser aus. Da wollt ihr neu hin? Ey, komm, das sieht schon viel besser aus. Ja, jetzt da noch eine Maschine. Ja, super. Ja, super. Was willst du mehr, ne? Okay, die brauchen ja hier auch Strom, ne? Ja. Hier haben wir jetzt schon 32. Jetzt will ich mal kurz schauen. Das wäre ein 3-7-fach kompresste. Ja, wir nähern uns dem 8-fach kompressten. Sehr schön. Boah, da muss ich mir gerade ganz kurz strecken und recken und. Oh. Sorry. So, das nächste, was ich hier gerne aufbauen würde, wäre hier etwas. Und zwar, ich bin in letzter Zeit nochmal ziemlich öfters farmen gegangen, weil ich habe jetzt nochmal was durchdacht mit der ganzen Erzverarbeitung mal 5 und die Salination-Platte und so weiter. Und die war schon ziemlich teuer. Und ich habe ein Gefühl, dass das einfach mal unsere kompletten Eisenreste aufbrauchen würde. So, nächste Sache, ich werde noch was nachfahren. Ich habe auch noch sowas bekommen. Ich habe auch noch hier bei mir was Eisen gefunden gehabt. Da habe ich mal durch rein. So, die Erze hier. Ist ja alles schön und gut, ne? Aber das sehe ich schon kommen. Ich werde einfach immer zu schnell, mein Inventar ist immer zu schnell vollgemüllt, auch von hier Cleanstone und so weiter, als das dann einfach, und ich muss dann immer wieder zurückklatschen und es sind einfach zu kurze Phasen. Deswegen habe ich mir überlegt, da mache ich mal etwas über eine Ender Chest, einfach so eine kleine Sortierung. Wird hier gemacht aus zwei Obsidian, einer Truhe, Wolle, Blazewords und Enderperle. Enderperle haben wir noch genau eine, da können wir ja noch welche holen gehen. Zwei. Der Laboratory Block können wir hier rein. Das Kobold kann hier rein. Davon zwei. Die da haben wir. Boah, die Hexe da irritiert mich teilweise. So, Truhe, Obsidian, Enderperle. Blazewords und warte mal. Wolle. Eine Ender Chest. Verpassen wir der nochmal in der Kodierung. 1, 2, 3. Komm, da nehme ich mir gerade komplett blau für. Ich bin, glaube ich, auch der Einzige auf dem Server, der mit Ender Chest oder generell mit Ender Storage Chest arbeitet. Bin mir gerade gar nicht sicher. Sitze ich dann mal hier hin. Komm hier schön in die Ecke. 1, 2, 3. So, blau. Was werde ich jetzt, habe ich jetzt damit vor? Ich habe bestimmt nicht vor, dass ich jetzt hier mir eine Enderchest noch jedes Mal mitnehme. Aber ich hatte keinen Bock, das die ganze Zeit dann aufzubauen, dann wieder abzubauen und so weiter. Nee, machen wir nicht. Es gibt nämlich noch etwas von Ender Storage und zwar die sogenannte Ender Pouch. Was macht die Ender Pouch? Ganz einfach. Das ist einfach eine Tasche, die auf diese Ender Chest zugreift. So. Ich würde sagen, die machen wir da mal. Und dann würde ich mir ganz gerne mal hier so eine kleine Sortierung einbauen. Dass ich dann auch weniger Probleme mit da. Ja. Dosh.exe funktioniert nicht mehr, muss beendet werden. So. Eine Enderpearl. Alter, das sieht von hier richtig geil aus. Mir gefällt's. Gut, dann schauen wir mal, was in der Mob-Farm alles da angelangt ist. Nether hier, Monsterfalle. Ja, 5. Komm.
räumen wir mal gerade wieder aus. Hallo. Räumen wir das mal oben ein. Also mir persönlich kommt es ja doch teilweise so vor, als wäre dieses Projekt bis auf den lieben Streetiger und mich ausgestorben. Strings, Knochen, Pfeile, Gunpowder. Na. Rotten Flesh. Und den Rest packen wir mal hier rein. Leder hier nehme ich mir noch mit. So, ich bin gerade überlegen, wo ich hier bin. Brauche ich noch etwas? Ich glaube nicht. Ach ja. Also, ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich dann noch für jedes Erz, was ich so brauche, eine Iron Chest mache. Je nachdem würde ich sogar schon überlegen, eine Gold Chest, aber bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das machen soll. Dup, dup. Lace Sword. Eine Wolle. 1, 2, 3, 4. 4. Las Paloma, so heißt das, wo wir hinfahren. Ich weiß echt nicht, lange ganze Zeit am Überlegen. So, jetzt müssen wir ganz schnell schauen, kann man die. Weil das ist jetzt auf. Weiß. Könnte ich jetzt einfach. Oh ne, ich glaube, ich weiß, wie das war. Da brauche ich jetzt nicht wirklich blaue Wolle für, oder? Ich mache das einfach nochmal noch eine. Dann packe ich jetzt mal hier rein. Leder habe ich. Komm. Habe ich jetzt Wolle auf Vorrat, da packe ich nochmal hier rein. Ich habe ja auch noch das Projekt, was ich mit dem Street zusammen machen wollte. Okay, das habe ich. Brauche ich nochmal hier von zwei. Muss ich Street einmal darauf ansprechen, wann wir das mal in Angriff nehmen. So, 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 so. Ja. Jetzt klappt das auch. Ich demonstriere das jetzt einmal. Das packen wir hier rein. Und auch wenn es eigentlich schon. Obwohl, nicht eigentlich jeder kennt es. Ich glaube, Enderswitch ist eher so ein unbekannterer Mod. Nenn ich mal. Und das Zeug ist jetzt hier drin. Was ich auch lustig finde. Achtet mal jetzt links. Ich kann wirklich auch die Enderchest darüber ansteuern. Also wirklich, wenn wir die Teilschaft machen, geht auch die Enderchest auf. So, jetzt brauche ich aber ein paar Truhen. Boah, was geht bei mir schon wieder auf Handy an? Okay, ist nichts Besonderes. Ich bitte ganz kurz diese Unterbrechung zu entschuldigen. Mach jetzt mal 8 Truhen. 1, 2. Wie gesagt, ich wollte jetzt wirklich mal so ein paar auf Vorrat machen. Wenn es jetzt nicht reicht, dann kann ich ja immer noch neue machen. So, Item Conduits habe ich auch noch. Das ist Perfecto Mundo. Kennt er Dr. Mundo? Ah, nein. Also für die, die es nicht peilen, Dr. Mundo ist in Deutschland. Und der war jetzt eigentlich übelst schlecht.
Kororo. Dann packe ich jetzt hier noch eins ran. Insert. Na. Insert. Hallo. Insert. 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 Ruhe auf. Insert. Extract without a signal. Gut. Dann brauche ich aber noch Itemfilter. Da rechnen die normalen. Das wird jetzt auch wieder lustig. Da brauche ich halt dementsprechend, weil wir 8 Truhen haben, auch wieder 8 hiervon. Das ist wieder so ressourcenlastig. Ich brauche das Zeug. Also das habe ich noch. Hab ich noch Papier? Ja, hab ich. Wenn ich mich nicht verzählt habe, bräuchte ich nur, in Anführungszeichen, nur 40 Eisen. So. Jawoll. Oh, ich kann da was in Mathe. Nein, kann ich nicht. Kann ich überhaupt nicht. So, die wichtigsten packe ich dann auf jeden Fall einmal hier rein. Also die wichtigsten Ärzte, die habe ich auch schon gerade quasi dabei. Okay. Also. Alle rein. Dann packen wir hier Kohle rein. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Oh, da sind wir natürlich auch ausgesogen. Gut. Hier kommt Iron rein. Hier tun wir Rotstein rein. Dann kommt hier mal Gold rein. Ich würde sogar ganz ehrlich hier noch Lapis rein tun. Hier war jetzt Gold drin, genau. Dann packe ich hier mal Dias rein. Dann haben wir hier Kupfer und Zinn rein. Ja. So wollte ich das. Lead und Silber und Gravel sind hier rein. So. Komm, Osmium haben wir hier auch noch rein. Und in die letzte Truhe kommen sollte Erze wie Electrolytein oder Alu rein. Und dann sollte eigentlich das jetzt auch von der Sortierung her klappen. Ich bin noch am überlegen, eigentlich könnte man noch eine Mülltonne anschließen für Cleanstone, Gravel und so weiter. Bin ich am überlegen, ob ich das machen soll. Weil ich brauch's eigentlich nicht.
Ah, komm, da schieben wir hinten mal eine. Ne, komm, ich mach da wirklich eine Mülltonne dran. Eine Trashcan haben wir ja hier noch rumstehen. Machen wir noch einen Filter. Da kann ich auch wirklich eine Runde was haben. Ey, das gefällt mir. Oh, das passt jetzt sogar auf die Minute genau. Ich bin jetzt gleich nämlich schon fertig und die Folge ist sogar auch vorbei. Also mache ich mir dann ganz schnell fertig und die Wandpaar haut da wieder auf den rein. Ey, das ist zwar echt unglaublich. Hier kommt das Surf rein. Jetzt habe ich die Blöcke vergessen, weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Rein. Cobblestone wird da auch mal reinkommen. Und Leanstone. Das sind die drei, die auf jeden Fall schon mal weg können. Bei den anderen bin ich mir noch nicht so wirklich sicher. Gut, testen wir das einmal. So. So. Ja, das sieht sehr schön aus. Sehr schön. Und was ist jetzt? Okay, die er nicht machen kann, dann lässt man einfach noch hier drin. Gefällt mir. Sehr schön. Dann war es mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.